Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDP Schweißshop. Wir hatten ja ein Video gemacht, die Downpipe geschweißt, und da hatte ich euch gefragt, sollen wir die Anlauffarben lassen oder entfernen? Natürlich müssen wir diese Anlauffarben entfernen, auch wenn die gut aussehen, denn wir wollen, dass das Ding lange hält und es soll keine Korrosion entstehen, und das ist von dem Fachtechnischen her richtig so. Wenn wir irgendwann eine Custom-Abgasanlage machen oder bei einer Harley-Davidson so eine Custom-Endrohre machen, dann ist das natürlich was anderes. Da werden wir die Anlauffarben aus optischen Gründen lassen. Aber hier an der Stelle bei der Downpipe, erstens wird man das nachher nicht sehen. Zweitens, die wird noch umwickelt werden mit diesem Kevlarband. Von daher werden wir die Anlauffarben entfernen. Das machen wir heute auch. Ich habe da schon am Tisch was vorbereitet, wie ich das machen würde. Ich habe natürlich ein paar Sachen dazu. Und ihr könnt dabei sein und euch das quasi mit ansehen. Gehen wir rüber. So, bin ich zu sehen. Ihr werdet mich jetzt nicht sehen, aber hier ist ja der Hauptdarsteller, die Downpipe, und die wird jetzt sauber gemacht. Gebeizt, gereinigt. Aufpassen. Ich benutze dafür heute mein Nahtreinigungssystem. Bestehend aus diesem kleinen Teil, Kabel, Flüssigkeit, mein Pinsel, den ich brauche. Genau, das reicht auch schon. So, genau, das Baby kommt hier hin. Einmal Strom. Läuft. So, dann haben wir hier einmal unseren Pinsel, mit dem wir das Ganze gleich bearbeiten werden. Wir brauchen natürlich dazu auch die Flüssigkeit. Und ja, Rot an Rot, Schwarz an Schwarz. Zack, das bekommt, die Masseklemme müssen wir verwenden, wir brauchen ja Kontakt, ist ja ein kleiner Inverter, und mit der anderen Seite werden wir das schön reinigen, und zum Schluss werde ich euch zeigen, wie man sowas auch mit einem Vlies machen kann, aber jetzt machen wir das erstmal mit diesem kleinen Cleaner. So, Flüssigkeit. Ah, ich habe das Ding schon mal benutzt, sieht man auch, relativ schmutzig, aber das ist in Ordnung so. Da tun wir jetzt noch mal ein bisschen frische Flüssigkeit rein, das reicht uns heute zum Reinigen. Ich möchte ungern den Tisch hier versauen, ja, weil wenn ich quasi, man sieht ja auch teilweise, da sind schon mal Tropfen von dieser Beize, von diesem Elektrolyt da drauf gekommen, und das will ich halt vermeiden, deswegen tue ich mir einfach einen Karton unten drunter. Und dann wird das Ganze etwas besser. Wir brauchen natürlich auch unbedingt eine Abzugshaube, um diese Dämpfe abzusaugen. Die mache ich jetzt auch an. Und fange einfach an. So sieht unsere Downpipe aus, nachdem wir die gereinigt, gebeizt haben mit unserem
TV Clean S1 von Teamwelder. Einen Link dazu gibt es im Shop. So einfach kann das sein. Man muss das jetzt nicht mechanisch bearbeiten, sondern hier mit diesem Detrick so eine ganz leichte, feine Schicht ab und dann hast du hier das ganze metallisch blank. Finde ich, funktioniert sehr gut und ich finde, die Downpipe kann sich jetzt nicht verstecken. Die sieht jetzt noch besser aus, weil du siehst ja ganz genau, wie du geschweißt hast. Jetzt kommt eigentlich das Ergebnis richtig raus. Ja, wenn du sauber geschweißt hast, dann sieht das hier auch richtig schön aus. Ja, das ist unser Ergebnis, nachdem wir das Ganze gereinigt haben. Zwei Sachen sind mir aufgefallen, wenn ich mit dieser Bürste arbeite, hier mit dem Flexrohr, also da habe ich ein bisschen zu viel rumgesaut, das Zeug hat sich da reingesaugt, da müsste ich das Ganze ein bisschen besser machen, also auch das Flexrohr nicht unbedingt gehen. Der nächste Punkt ist, wenn hier so Macken oder Kratzer sind, kann ich dieses Norton Vlies empfehlen, damit kannst du schön wieder dieses Schleifmuster reinmachen, dann glänzt das wieder schön, aber sonst ganz easy zu bedienen, das Ding einschalten, Pinsel in die Hand. Natürlich brauchen wir auch Kontakt, also eine kleine Masse ist ja ein kleiner Inverter. Und dann kannst du dann arbeiten und das Ganze sauber machen. Ja, ihr müsst aber auch hier aufpassen, also unbedingt Handschuhe, die Dämpfe, die dabei entstehen, nicht einatmen, am besten absaugen oder eine Maske. Und die Flüssigkeit, die dabei ist, die ist nicht so gefährlich wie richtige Beize. Aber diese Flüssigkeit hat ja trotzdem einen gewissen Anteil, deswegen nicht trinken, ja. Und wenn ihr irgendwas ins Gesicht und in den Mund oder irgendwo hin bekommt, am besten sofort abwaschen. Aber das ist nicht so gefährlich wie richtige Beize. Und du musst das Zeug auch quasi bei einer Beize, du darfst das auch nicht einfach so in den Abfluss tun. Ja, also deswegen müsst ihr da schon auf jeden Fall aufpassen. Und ich kann euch so ein Elektrogerät auf jeden Fall empfehlen. Das war's auch schon. Es gibt einen kleinen Einblick, was ich noch vorhabe. Das zeige ich euch jetzt. Also quasi eine kleine Vorschau für unser nächstes Video. Übrigens, ich krieg nichts geschenkt, ich muss alles bezahlen, hier ist eine Rechnung. Ich muss auch die EWM-Geräte bezahlen, hier gibt es leider nichts geschenkt. Man sieht hier Alu-Stutzen. Ich habe das Ding noch nicht gesehen. Aha, wir sehen, hier ist ein Netz. Das ist ein Netz, das ist ein Block von einem Ladeluftkühler, der ist natürlich nicht fertig. Hier fehlt der Kasten und den will ich gemeinsam mit euch schweißen. Und dazu bereiten wir Bleche vor. Seid gespannt. Bleibt auf unserem Channel. Abonniert uns, kommentiert uns. Was haltet ihr davon? Wie war das mit den Anlauffarben? Hat es euch gefallen? Von daher, ich wünsche euch was bis dahin. Ciao.